Das Besondere ganz persönlich für mich an diesem Projekt ist wirklich, dass die Kinder frei sind, ja, dass sie frei etwas gestalten können, dass es ein offener Raum ist, ein offenes Spiel ist, was nicht darauf ausgerichtet ist, ich muss jetzt ein Ziel haben, es muss jetzt richtig sein, das und das ist das, was von mir erwartet wird. Am allerbesten fand ich es auch, dass wir auch Bilder gemalt haben. Das mit den Wachsmalstiften, das fand ich sehr schön. Also die Kästner Kids sind Kinder, die in Hannover oder in der Region Hannover wohnen, die hierher kommen in die Kästner Gesellschaft und mit uns gemeinsam die Kunst entdecken, selber praktisch arbeiten und ganz spielerisch hier einen Nachmittag verbringen und dann hoffentlich das nächste Mal wiederkommen. Es macht Spaß, alle Kunstwerke anzugucken, aber am meisten Spaß macht es, Wege zu kleben. Gut, aus Sicht der Kästner Gesellschaft ist sicherlich die Zielsetzung oder auch die Zielsetzung von Kunstvermittlerinnen, die Kunst steht im Fokus und wir möchten jedem Kind die Möglichkeit bieten, Kunst zu erleben, Kunst zu erfahren. Das Projekt, das Programm Kästner Kids, das ist hier seit circa 2006 haben wir das schon und seit 2018 wird es gefördert von der PSD Bank. Es bietet uns die Möglichkeit, die Kinder und dieses soziale Engagement in Hannover wirklich nachhaltig auszuführen und durchzuführen.